Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir spielen wieder Dismantled. Dismantled oder Dismantle? Dismantle. Wir spielen Dismantle. Das sind wir. Sieht uns auch sehr ähnlich. Nur mehr Haare. Gut, und in der heutigen Folge machen wir mal Folgendes. Wir haben nämlich die Nebenquest, verhindere das Monster wiederkommen. Also wir haben anscheinend die Möglichkeit, dass wir, wenn wir eine tödliche Frequenz installieren, verhindern können, dass Monster, nachdem wir das Lagerfeuer besucht haben, wieder respawnen. Was meiner Meinung nach ziemlich vorteilhaft ist. Ja. Okay. Das heißt, das machen wir mal in der heutigen Folge. Und eure Aufgabe ist es wieder, zwischendurch einfach mal das Video so kurz zu stoppen und in die Kommentare zu schreiben, wie ihr das gerade so findet. Also ihr müsst jetzt nicht alle 10 Sekunden stoppen und sagen, ja, ich finde es gut. Nee, jetzt finde ich es gerade blöd. Nee, jetzt finde ich es wieder gut. Das könnt ihr auch machen, das ist eure Zeit. Aber ich meine jetzt eher sowas wie, zum Beispiel, wenn wir eine ganze Zeit lang hier nur Efeu abhacken, ja, dass ihr einfach mal so nach 5 Minuten pausiert und sagt, ja, also, ich habe jetzt 5 Minuten zugeguckt und ich muss sagen, Spiel ist nicht Hardcore, schon witzig, aber ob ich das jetzt den ganzen Tag spielen könnte, weiß ich nicht. So, das ist eure Aufgabe. Meine ist es, herauszufinden, ob wir dieses Spiel irgendwie längerfristig auf dem Kanal haben wollt. Ihr könnt mir natürlich dabei helfen, das herauszufinden, indem ihr in die Kommentare schreibt, ja, macht das, jeden Tag, 50 Stunden, ich guck dir mal zu. Oder ob ihr einfach sagt, na, es war jetzt schön, so wie es war. Ja, 3-4 Folgen ist okay, aber ich glaube, auf lange Sicht passt das einfach nicht zu deinem Kanal. Und ich kann nicht garantieren, dass ich weiter Mitglied für dich bleibe. Tja, ist ein Warnzeichen genug und dann hören wir auf. Apropos, ihr könnt Mitglied werden, aber jetzt gibt es erstmal das Intro. Und derzeit klickt ihr einfach mal unten auf Mitglied werden. Abonnieren auch nicht vergessen, ne? Und dann geht's los. Bis gleich. Willkommen zurück und ich dachte mir, wir starten mal mit Sick Moves, ne? Damit das Ganze für euch auch einen Sinn ergibt, zuzugucken. Wir wollen auch richtig Action haben. Also wir müssen jetzt den Werkzeugsatz für Verbindungstürme erfinden. Das Problem ist, ich habe vergessen, mir aufzuschreiben, was ich dafür brauche. Ergo werde ich jetzt nochmal zum Lagerfeuer müssen, um nachzugucken. In dem Moment, wo ich das tue, spawnen allerdings auch die Monster wieder. Das ist der Nachteil dieses Spiels aktuell. Wobei ich finde, das ist eine ziemlich, ziemlich coole Idee. Das gibt einem nämlich Gründe, auch diese Nebenquest zu machen. Wir sollen nämlich jetzt das hier erfinden. So. Und das geht nicht, weil Erfahrungsstufe 7 erforderlich ist. Aktuell sind wir auf 2. Und dafür bräuchten wir auch Stahl und Sachen. Aber wir müssen das hier auch noch erfinden. Also so schlecht war es gar nicht, dass ich hingegangen bin. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum das eine Nebenquest ist. Also wir könnten uns, wenn wir wollten, das Ganze auch mal eben cheaten. Aber sowas machen wir natürlich nicht. Oder doch? Lass mich raten. Das Monsterchen ist wieder da. Ja, sie ist wieder da. Also gut, das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir tatsächlich diese genannte Aufgabe durchführen können. Wobei, ja, wir sind jetzt schon Stufe 2. Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich, durch das Killen von Zombies, hoch genug zu kommen. Also hier kommen wir jetzt leider aktuell nicht weiter. Ich würde ja gerne. Tja, bringt uns aber nichts. Deswegen schlage ich vor, wir machen uns mal Richtung Boss auf. Wir brauchten eh noch Keramik, glaube ich. Deswegen passt das hier eigentlich für mich. Kriegt man... Okay, man kriegt nichts aus Milchtüten. Ich finde das jetzt irgendwie auch witzig. Sie ist selber aus dem Bereich rausgegangen und hat mich verloren. Das finde ich sehr amüsant. Also wenn ihr früh genug ausweicht, dann geht's eigentlich mit dem Kampfsystem. Ich glaube nur nicht, dass wir es schaffen, diesen Boss zu erledigen. Ich bin da ganz ehrlich, also ich bin da nicht sehr optimistisch. Auch nicht sehr zuversichtlich, was meine eigenen Fähigkeiten angeht, diesen Boss zu erledigen. Hey, wir können es probieren. Alles für die Unterhaltung, oder? Ich will auch Pizza. Er spricht meine Meinung aus. Schön. Oh, ich könnte welche backen. Könnt ihr Pizza backen? Ich kann's. Wenn ihr es nicht könnt, Loser. Nein, Scherz. Dann lernt es. Sich die Dinger immer nur kaufen, ist dämlich. Ah, guckt mal an. Unten ist es nicht nur eingelagert, sondern ihr seht ja sogar die kleinen Pünktchen, die habe ich gar nicht bemerkt, unter den einzelnen Symbolen. Und da steht anscheinend, wie viel wir davon noch tragen können. Okay, jetzt weiß ich auch, wo er die anderen Sachen hingetan hat. Und Blätter passen offenkundig nicht mehr in seinen Rucksack. Schade. Gut, wir liefern erstmal wieder ab. Also dieses Spiel ist, puh, im Gegensatz zu manchen anderen MMOs, noch Raid-intensiver.
Man muss hier ganz schön viel looten gehen. Nein, ich gehe jetzt nicht zum Lager. Können wir vielleicht so sehen, was wir brauchen? Das wäre echt super. Guck mal, hier könnt ihr übrigens Koop aktivieren, falls ihr jemanden gerade habt, der mitspielen möchte. Warte mal, Gepäck? Nein, ich möchte eigentlich nur sehen. Okay, das ist also unser ganzer Bereich. Das ist hier gar nicht so viel. Hier ist eine Gruft. Hier ist der Schutzraum. Okay, hier waren wir also schon. Das haben wir schon komplett durch. Dann hier waren wir auch schon. Das Haus hier haben wir mehrfach geradet. Genau, also diesen Bereich hier haben wir schon, bis auf die Gruft. Hier ist das böse Bossmonsterchen. Der Verbindungsturm, ja, alles klar. Verschlossene Tür, Radio. Also wir müssen uns mehr so im Westen aufhalten. Okay, ah, pass mal auf, hier können wir das sehen. Oder auch nicht. Doch, Wurfmesser. Wir haben alles für ein Wurfmesser. Das ist, oh, wir können sogar Herstellungsmaterial verfolgen. Nice, nice, nice. Kochtopf. Das hier hätte ich gerne. Allerdings brauchen wir dafür anscheinend echt krasses Zeug. Kann man da sehen, was das ist? Ich hätte jetzt gesagt Eisen oder Stahl und Kabel oder sowas. Kochtopf brauchen wir. Also auf jeden Fall verfolgen und verfolgen. Übrigens, ich habe was gesehen, das muss ich euch zeigen. Lest euch das mal durch. Standardmäßig von den Inselbehörden ausgegebene Tabletten als letzter Ausweg in ansonsten ausweglosen Situationen. Schmerzloser Tod oder gedrückt halten. Stirb und kehre zum Lagerfeuer zurück. Von den Behörden ausgegebene Sachen. Das erinnert mich gerade irgendwie so an die Corona-Schutzbooster. Hatten die Querdeppen doch recht? Nein, nicht mal für Geld. Okay, kommen wir irgendwie rein? Ja, kommen wir. Aber erstmal werden Kartons zerstört. Jeder weiß in Karton. Okay, sind doch keine so guten Sachen. Aber schon ein paar ganz gute Sachen. Was ist das hier? Hulze! Komm mal zu, du Schleimgesicht. Habt ihr das gesehen? Er macht dasselbe wie wir. Er macht hier so einen Powerspin-Schlag da. Okay, neues Monster erledigt. Nicht mehr menschlicher Werfer. Gibt's auch menschliche Werfer? Ich frag für einen Freund. Okay, also vielleicht sollten wir möglichst viel unterschiedlichen Müll sammeln, damit wir halt möglichst viel sammeln könnten im Allgemeinen. Apropos, wenn ich hier hingehe, kann ich dann auch auf meinen Rucksack? Aha, guck mal da. Ich glaube, wir haben genug. Nice. Echt nice. Ich brauche einen Dietrich. Oh, wir können einen Dietrich bauen. Auf Dauer zumindest. Warte mal. Warte. Nope, der braucht auch so fancy Kram. Also es muss so sein, dass man öfter anscheinend zurückkommen kann in alte Gebiete. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wie wir das machen wollen. Und ihr müsst alles looten. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr loot-intensiv, damit ihr überhaupt die XP, ja, die XP kriegt. Und er schlägt nicht immer in die Richtung, wo ihr hinschlagen möchtet. Tja, was mache ich denn damit jetzt? Kann ich irgendwie anders rein? Nope. Schade. Müssen wir wirklich die ganze Insel zerlegen? Guckt euch das mal an. Er schlägt einfach so willkürlich in Richtungen, auch wenn ihr die Richtung gar nicht angegeben habt. Aber hey. Okay, ich merke schon. Und wieder mal ablegen. Wird Zeit, dass wir mal ein neues Lagerfeuer finden. Ich glaube langsam wirklich, wenn ich diese Folgen, sagen wir mal, in einem gewissen Zeitradius fertig haben möchte, dass wir vielleicht drüber nachdenken sollten, uns eventuell einen kleinen Boost zu holen. Ist nur so eine Vermutung. Ja, und mit Boost meine ich, dass wir mal eben künstlich mit einer kleinen YouTube-Magic unsere XP nach oben hauen. Allerdings würde mich das zu viele Stunden kosten und deswegen bringt mir das jetzt gerade auch nichts. Ich muss mir erst überlegen, was wäre klug. Man könnte jetzt die EP erhöhen, die man bekommt. Man könnte sich mehr XP geben. Ich weiß es gerade auch nicht. Oh, warte mal. Sieht das nicht aus wie rote Fässer? Und rote Fässer sollte man vielleicht nicht zerschlagen. Ist nur so ein Gefühl. Ich würde es ja schon gerne mal wissen, ne? Was machen wir damit, wenn wir das Wurfmesser haben? Bin mir sicher, dass es damit geht. Okay, hier ist so ein Park oder was? Waren wir hier schon drin? Blockiert! Okay,
Okay, das ging schon mal nicht. Aber hier ist doch noch einer. Wie gesagt, wenn ihr früh genug ausweicht, dann geht's eigentlich. Aber sonst ist dieses Spiel übel. Können wir durch die Wand looten? Nein. Aber wir können Efeu abbauen, wenn ihr möchtet. Ich habe jetzt eigentlich persönlich gehofft, dass der Zombie uns hört und dann die Wand für uns öffnet, indem er die Tür einschlägt. Aha, brauchte ich gar nicht hoffen. Dem war quasi so. Allerdings etwas anders als geplant. Die Tür hier hinten ist einfach offen. So, jetzt sehen wir sie auch. Jetzt gibt es hier keine Verwechslungen mehr. Das ist gut. Hör doch mal auf, in die Gegend zu prügeln. Junge, kann nicht sein, ey. Geht zur anderen Seite. Komm raus. Also wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, dann ist das eigentlich ziemlich chillig. Ich finde, Efeu ist so eine schöne Methode, dass man nebenher ein bisschen XP bekommen kann. Und wir müssen wieder ein Lager aufsuchen. Junge, du hast Lagerprobleme. Auch deswegen war die Tür vielleicht blockiert. Na gut. Ey, können wir hier drin nicht irgendwie ein Lager finden? Warte mal, drück nochmal M. Wo sind wir denn gerade? Hier waren wir schon. Ah, hier sind wir gerade. Okay. So sehen Lagerfeuer aus. Sieht man die denn auch vorher? Ja, man sieht die vorher. Hier oben ist doch eins. Schön. Also wenn wir hier rausgehen, sind wir aber näher an dem dran. Ja, das jetzt finde ich... viele Worte. Das finde ich jetzt aber blöd. Ich werde gezwungen, mich auf drei Lagerfeuer zu versteifen. Na gut, na gut, na gut. Also wie gesagt, es ist sehr, sehr laufintensiv, dieses Spiel. Ist nichts für lauffaule Menschen. Oder Tiere. Oder was auch immer mir zuguckt. Ich weiß ja nicht, als was ihr euch alle identifiziert. Von mir aus seid Toaster. Ist mir egal. Das müsste doch irgendwo... M. Ah ja, das muss quasi nach diesem Gebiet hier oben sein. Ungefähr... Also ungefähr genau hier. Okay. Wohin? Oh nein, setzt sich jetzt direkt hin. Dann habe ich nämlich alle Monster resettet. Ich habe doch gar nicht alles angeguckt. Okay, eine Tür mitten im Nirvana. Schön. Okay, ich muss sagen, es ist... Da steht übrigens ein Kochtopf drauf. Seht ihr das? Da ist ein Kochtopf. Naja, ist eine Pfanne. Entschuldigung, Entschuldigung. Ist eine Pfanne. Habe ich nicht gesehen. Wollte nur sagen, dass da theoretisch die Kochmöglichkeit drauf wäre. Okay, das Problem ist, wenn ich das jetzt mache, dann resette ich doch alle Zombies. Und dann habe ich doch hier alles wieder voll mit diesen Viechern. Lass uns doch lieber ein bisschen erkunden erstmal. Ich glaube, das wäre auch klüger, oder? Seht ihr, dann haben wir nämlich diese hier. Diese dämlichen Werfer. Kann ich mich heilen? Nee, jetzt ehrlich, kann ich mich heilen? Also ich habe ja dieses Serum, was von der Regierung ausgegeben wird, um den allerletzten Ausweg zu erleichtern. Super. Gibt es auch Heilung? Oder ist Exitus meine Heilung? Okay, also das scheint zu funktionieren. Er sammelt auch gut auf, wirklich. So. Einwandfreies Sammelprinzip. Super Programmierung. Vielleicht sollten wir was Neues erfinden. Vielleicht nehme ich das auch als Cliffhanger. Who knows? Manchmal bin ich so. Ich bin einfach so drauf, ey. Heftig, oder? Na guck mal, jetzt brauchen wir wenigstens nicht ganz so weit laufen. Sollen wir mal die ganze Karte durchlooten? So aus Spaß? Ich meine, können wir machen. Ob es jetzt nützlich ist? Don't know. Ich habe das Gefühl, du brauchst unendlich Material in diesem Spiel. Und ich habe auch das Gefühl, dass es nicht verkehrt ist. Also ich glaube wirklich, und vielleicht lehne ich mich damit jetzt zu weit aus dem Fenster, weil ich es noch nicht getestet habe, aber ich glaube, Koop ist dieses Spiel mega cool. Ich bin tot. Ich habe es nicht mehr geschafft auszuweichen, bin gegen den Tisch geflogen. Super. Also Koop ist, glaube ich, dieses Spiel richtig, richtig, richtig cool, weil erstens, der Kampf ist deutlich leichter, zweitens, das Sammeln, also... Doch, also mega. Wenn ihr Bock habt, ne? Sofort in die Kommentare schreiben. Dann spielen wir das mal zusammen. Hätte ich nichts gegen. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere Koop-Partner, der das ganz genauso sieht. Boah, der hat mich jetzt echt gut erwischt. Nein, 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 weiter! Oh,
Ich habe hier bald so eine richtige Masse an Leichen. Aber er weicht auch nicht richtig aus, ne? Ich sag so, ja, er weicht aus. Zack, wieder voll rein. Okay. Jedes Mal kriegt er so den Anfangshit. Was macht er denn? Ich habe keine Ahnung, warum ich bei dem immer sterbe. Gut, versuchen wir es in der nächsten Folge. Vielleicht haben wir dann mehr Glück. Für diese Folge danke ich erstmal fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche oder sonst was, ab damit in die Kommentare. Und, oh, mein Tee wird kalt. Also in der nächsten Folge wieder dabei unser geliebter Tee. In diesem Fall ist es eine Kräutermischung. Müsst ihr übrigens darauf achten, dass da wenig Pestizide drin sind. Die Dinger haben echt schlechte Bewertungen bekommen. Also gut, genug Tee-Empfehlungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, wollt euer Ries. Euer Wolf.